Einen wunderschönen guten Morgen an alle von uns, die es geschafft haben, an einem schneereichen, nicht mehr schneereichen Morgen hier aufzutauchen. Ich habe immer nur den positiven Vergleich zu England, weil mein Mann Engländer ist und der sagt immer, ach, bei uns sind die Schulen zu, wenn 10 cm Schnee gefallen, bei euch sind es nur die Züge, die zu spät sind. Also in diesem Sinne kommen ja vielleicht noch die einen oder anderen rein, inklusive Tilman, ne, der ja als nächstes dran ist. Und ich habe jetzt die Freude und Ehre, heute Morgen ein bisschen über das große Bild zu sprechen. Und zwar bin ich auf diesen Satz sehr eingegangen, der auf der Webseite in der Ankündigung ist. Wieso wird es so schwer mit diesem Unterwachstumsvorbehalt? Wieso kommen wir in diese Agenda so schwer rein? Wie schaffen wir das, die Akzente oder die Veränderungen, die wir gerne bewirken wollen, so zu setzen, dass sie eventuell einfacher in die Maschine kommen? Und ich glaube, dass es uns häufig helfen könnte, wenn wir gar nicht so explizit über das Wachstum darf nicht stattfinden sprechen, sondern eher andere Eintrittspunkte wählen und gleichzeitig aber auch mutiger werden, in dem kann das Wachstum überhaupt noch stattfinden. Das ist zwar so ein bisschen unter der Kulisse und nicht auf dem Podium, aber wenn man so off Podium und hinterher beim Cocktail redet, viele Leute sagen ja inzwischen, ja, das mit dem Wachstum, ich weiß auch nicht, wie wir das noch hinkriegen sollen. Inklusive Ökonomen, inklusive großrangige Politiker aus der Europäischen Union, inklusive Banker, die auch keine Ahnung haben davon, wie sie ihr Finanzsystem da runterholen sollen. Ich glaube, dass das ein Teil dessen ist, was diese Spannung auch ausmacht heute, dass dieses Festhalten an einer Narrative, an die eigentlich keiner mehr so richtig glaubt, im Grunde genommen zu diesen verschiedenen Manifestationen, Gramsci hat es mal ganz schön zusammengefasst in einem Satz, the old is dying and the new cannot yet be born. Also wir wissen, das, was da war, kann nicht mehr weiter stattfinden, aber wie sich das Neue abzeichnen wird und wie das genau aussieht, das kriegen wir noch nicht so genau gepackt. Und das sind so diese Transformationszeiten. Und er sagt dann auch, and that brings about a lot of morbid symptoms. Also da kommen viele morbide Symptome zum Vorschein, weil das eben sehr politisch ist, sehr angstbesetzt, sehr rangelnd. Und das kriegen wir ja, glaube ich, nicht nur im Beobachten von Trump, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber auch bei uns inzwischen immer mehr mit, dass es schwierig ist, wie können wir denn eigentlich politisch uns überhaupt auf etwas einigen, wie es nach vorne geht, anstatt dass wir uns nur gegenseitig auf die Mütze hauen, wer jetzt eigentlich noch viel schlimmere Sachen gesagt hat und schuld ist. Und damit möchte ich auch zum Schluss dann nochmal enden, aber an erster Stelle nochmal auch zu sagen, ich erlebe das immer mal, wenn man in den nicht typischen Blasen unterwegs ist, also Filterblasen der Nachhaltigkeit, dieses, sie wollen uns ja transformieren und was für ein Recht haben sie denn eigentlich da drauf, ne? Auch da, Transformationen finden statt. Das ist einer meiner Standardsätze, die ich immer mitnehme und sage, Entschuldigung, unsere Agenda ist ja eine Reaktion auf die Beobachtung, dass massive Transformationen stattfinden, und zwar unseres Planeten. Das wussten wir vorher so nicht. Massive Transformationen im sozialen Bereich stattfinden, jetzt im digitalen Bereich stattfinden. Da kann Tilman, da ist er, ja vielleicht auch noch mal was zu sagen. Und unser Job ist es und unsere Aufgabe ist es, diese Transformationen zu verstehen und zu versuchen, ihnen eine Richtung zu geben. Dieses, ob Transformation stattfindet, ist überhaupt nicht die Debatte, die geführte die wir zu führen haben. Und auch das stärker nach vorne zu treiben, zu sagen, hey, wir mischen uns gerne ein, wir wollen mit Ihnen darüber diskutieren, welche Richtung Sie transformieren wollen, aber so zu tun, als wäre das jetzt gerade nicht dran, das ist irgendwie so ein bisschen an den Fakten vorbei. Und mit diesem Mut reinzugehen und mit dieser Idee von, einfach mal die Beweislast umdrehen, habe ich es mal zusammengefasst. Also wir sind immer noch in dieser Situation, dass wir, wenn wir Alternativen vorschlagen, bis ins Detail bitte durchmodellieren, prognostizieren, quantifizieren sollen, wie sich das auswirkt. Und gleichzeitig das, was Normalität heute heißt, also der Status quo, sich in dem Sinne überhaupt nicht rechtfertigen muss. Obwohl natürlich nachgewiesen ist, dass es wahnsinnige disruptive Konsequenzen haben wird. Und als nächstes nochmal Transformabilität als ein Konzept, mit dem ich im Moment Spiele, wo ich den Eindruck habe, was so ein bisschen Menschen und Strukturen ganz gut zusammenbringt in der Art von dem, was brauchen wir denn eigentlich, um Transformabilität, also Transformfähigkeit in Systemen zu erhalten. Und als einmal dann ein Einstieg da rein, wie wir versuchen können, den Diskurs ein bisschen mehr zu knacken, wirklich dieses Mittel und Ziele mal auseinanderzunehmen. Also was ist ein Mittel zum Zweck und was sind die Zwecke und Ziele, wo es eigentlich hingehen soll. Und wie viel das besonders im ökonomischen Diskurs durcheinander gerührt wird, da möchte ich auch mal einmal reingehen. Und zum Schluss eben diese Frage, worum geht es eigentlich? Dass wir uns mit der immer mehr beschäftigen sollten und dass dafür auch Zeit gebraucht wird und dafür Räume gebraucht werden und eine gewisse Haltung sehr wichtig ist. Damit möchte ich dann zum Schluss nochmal abbinden. Und zwar wieder mit der Transformabilität oder mit der Transformation, die stattfindet. Im Prinzip geht es ja darum, was wir versuchen, indem wir die ökologische Nachhaltigkeit erhalten möchten, ist, wir wollen dieses fantastische Momentum von 10.000 Jahren, das sich da Holozän nannte, erhalten.
Mit dem Klimawandel kann man auch diskutieren mit den Menschen, die sagen, es ist alles nicht so schlimm etc. Haben wir schon immer mal gehabt? Ja, haben wir gehabt. Erratischste Ausschläge, hoch und runter, diese blaue Kurve. Das war für Menschen keine besonders bequeme Zeit. Wir haben uns da auch nicht sehr vermehrt und wir haben da auch nicht besonders viel Wohlstand gepflegt. Und dann kommen diese letzten 10.000 Jahre da oben, wo diese Ausreißer einfach sehr viel kleiner geworden sind. Und diese Stabilisierung eigentlich von etwas sehr Erratischem, das war das Holozän. Und ab dem konnten wir dann eben große Zivilisationen bauen, Agrar, Landwirtschaft, uns vor Ort niederlassen, viel mehr Mehrwert generieren für die Menschen und auch wachsen im Sinne von einer Population. Das heißt, viel mehr Menschen konnten überleben und länger leben. Es ist eigentlich die besonderen Rahmenbedingungen gewesen für die Menschen, menschliche Spezies, unter der wir florieren konnten. Dafür gilt es doch, also warum sollen wir darum nicht kämpfen, dass wir das erhalten? Ist doch wunderbar, ist doch eine positive Geschichte. Dieses Doom and Gloom, was ja auch im Club of Rome Report 1972 kam, Donella Meadows hatte eine Erzählung, wenn wir jetzt viele Dinge verändern, dann können wir eine wunderbare, nachhaltige Welt kreieren. Wir müssen nur verstehen, dass wir die Art, wie wir Wohlstand und was für einen Wohlstand generieren, ändern müssen. Das war das Szenario 6. Szenario 1, wo alles kollabiert, ist das, was durch die Medien getragen wurde. Und da hängen wir immer noch drin in diesem Diskurs. Und natürlich, und das wird vielleicht auch Frau Markow heute Nachmittag noch mal ein bisschen genauer erzählen, hat das viel damit zu tun, dass wir in der Infragestellung des Wachstums ja tief in die DNA unserer heutigen Gesellschaft eingreifen und dass deshalb die Vorstellung von, was könnte es denn sonst sein, sehr schwer ist. Aber trotzdem wirklich immer mutiger anzutreten, zu sagen, das, was wir möchten, ist ein wunderbares, positives Konzept, ist eine Erhaltung dessen, was diese wunderbaren Lebensräume für uns gewesen sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Hermann oder Kai war, ich habe in der Broschüre eben kurz quer gelesen, haben ja auch gesagt, ja, die Menschheit wird dann eben vielleicht wieder verschwinden, die Natur wird schon fortbestehen, aber eigentlich wäre es doch schick, wenn wir es zusammen hinkriegen. Und deshalb das Anthropozän so zu kodieren, also wie man sieht ja auf diesen, das sind einmal getrennt jetzt nach den sozioökonomischen Trends und nach den Erdsystemtrends. 1950 war dann so ein bisschen der Kipppunkt, wo die ganze Wachstumsspirale angestiegen ist. Das war natürlich auch die Nachkriegszeit, das war aber auch die Zeit, wo dann eben globalisierend zusammengearbeitet wurde, wo Wiederaufbau betrieben wurde, wo sich mit Mühe um, lass uns mal Krieg vermeiden und Frieden sichern, eine bestimmte Wirtschaftsordnung gegeben wurde und im Prinzip ja eine wahnsinnige Produktionsphase eingeleitet wurde und gestartet wurde. Von der Perspektive Mensch kann man sagen, 3 Milliarden hängen immer noch hinterher, aber erstmal ist auch das eine Erfolgsgeschichte, dass wir es geschafft haben, inzwischen 7 Milliarden Menschen mit einem doch eher wachsenden Lebensstandard zu versorgen, ist auch erstmal bei allen Unzulänglichkeiten, wie wir es gemacht haben und wie die Verteilung dabei stattgefunden hat, auf der großen Summe betrachtet, erstmal haben so viele Menschen überleben können im Vergleich zu den ganzen Phasen vorher, wo nicht so viele dabei geblieben sind. Und dann aber einzusehen, ja, die Art, wie wir das getan haben, ist jetzt eben leider nicht die, mit der wir weiterfahren können. Auch da einfach zu sagen, was ist denn die rationale Antwort auf solche Kurven? Das hat nichts mit Utopismus und Spinnerei zu tun, sondern es ist erstmal eine faktische Darlegung von etwas, was die Rahmenbedingungen, mit denen wir unsere ökonomischen Theorien und Institutionen gebaut haben, ja fundamental in Frage stellt. Also ein rationaler Akteur würde sich doch sowas nicht unbeobachtet lassen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und sage, okay, ich habe so und so viele Parameter, die in meiner Produktion nicht mehr funktionieren, ich würde doch irgendwann ein bisschen aufmerksam werden. Und in der Richtung geht es auch langsam. Also Client Earth, mit denen habe ich gerade gesprochen, fange jetzt an, mit den Rückversicherern und Pensionsfonds auf dem Druck von Risikokalkulationen zu arbeiten. Dass es nachgewiesen ist, dass durch eben natürliche Katastrophen oder Klimawandel der Wert von den Assets, in die sie investiert haben, so über 5% sinken wird, dass sie einen Zwang haben, da etwas an ihrem Anlageportfolio zu verändern. Aus rein monetären und aus rein finanztechnischen Begründungen und Anlagestrategien. Und dass im Sonstigen ihre Anleger eben gegen sie klagen können. Also der Diskurs shiftet auch schon weg von diesem nice, weichen Umweltthema, können wir machen, wenn wir genug gewachsen haben, hin zu eigentlich geht es da vielleicht um was anderes. Und das ist, ich biete jetzt einfach mal verschiedene Diskurse an. Ne? Vielleicht dreht sich dem einen oder dem anderen auch ein bisschen der Magen um und er sagt, aber wir wollen doch eigentlich eine Mitwelt gestalten, eine Beziehung gestalten mit dem Planeten, neue Naturverhältnisse kodieren, sagen, das sind Lebewesen und das sind Leben, ein Netzwerk von Leben, was es zu erhalten gibt. Das sind auch Diskurse, die fliegen in einigen Orten besser, in anderen weniger. Und ich glaube, das ist vielleicht eines meiner Plädoyers, dass wir uns darauf einigen, ein bisschen variabel zu kodieren, was wir eigentlich sagen wollen, damit es in verschiedenen Gemeinschaften dann anders
verhallen und sich setzen kann. Also dass man mit den Finanzakteuren schon ein bisschen in ihrer Sprache versucht, des Risikomanagements zu sprechen oder mit den Unternehmen eben in der zukünftigen Ressourcensicherung und dann aber an der richtigen Stelle in den Argumenten immer das, ich habe das mal reflexive Momentum des Nudging reinbaut. Immer diese Hinterfragung, worum geht es eigentlich, da durchaus mit einbaut. Zwar auf der Relevanzebene zu den Akteuren spricht, wo man sie am leichtesten erreicht, aber in den Gesprächen, wenn man dann erstmal im Gespräch ist, weil sonst geht es sehr leicht da, dass sie einen in die Ecke packen, ach, die sind utopisch, die sind weit draußen. Aber wenn man erstmal diese Beziehung aufgebaut hat, dann schafft man es auf der mehr menschlichen Ebene, anstatt in so einer Rollenverteilung ins Gespräch zu kommen. Und da kann ich tiefer gehen und da kann ich tiefer in Frage stellen. Aber sonst erstmal diese Brücken zu schlagen, so ein Risikomanagement-Diskurs, so ein Finanzdiskurs, vielleicht ruhig mal anzuticken zumindest, um zu zeigen, dass das eine Relevanz hat in diesen Bereichen. Und das ist natürlich eigentlich Kate Raworth's Donut in der Mitte, der ja diese wahnsinnige Funktion gehabt hat im Kontext von Rio, die soziale Agenda und die Umweltagenda endlich in einem Symbol zu vereinen. Also das ist für mich die Erklärung, warum der so kraftvoll werden konnte. Weil sonst ja immer so ein Misstrauen gewesen ist. Die Umweltagenda, die Green Economy, die versuchen uns jetzt wieder zu sagen, wir dürfen nicht wachsen. Und sie hat dazu gebracht, ja, ist alles gut, dass wir den Planeten schützen müssen, aber wir müssen schon auch ehrlich benennen, dass wir ein Stück weit in ihn rein arbeiten müssen, wenn Menschen überleben wollen. Und dass wir das so tun, dass allen ähnliche Lebensbedingungen zur Verfügung stehen. Und diese Korridor, dieser hellgrüne, der entsteht, das ist einfach auch ein Raum, der für mich so einen Suffizienzkorridor ausmacht. Also dieses nicht weniger als ist genauso ein Versprechen wie nicht mehr als ist dann die Konsequenz, wenn wir es auf einem Planeten herstellen wollen. Also damit wir nicht über die ökologischen Decken hinausschießen, aber gleichzeitig nicht unter die soziale Grundversorgung für alle runterfallen, gibt es eine Suffizienzfrage, die nicht weniger und nicht mehr systematisch integriert und als zwei Seiten der Medaille präsentiert, als Risikomanagement. Frieden und Sicherheit. Ich finde, dass diese Fluchtursachenanalyse, die Peter Altmaier hat mal einmal kurz dieses Wort benutzt und dann ist es nie weiter verfolgt worden, sich durchaus ja lohnt, um auch hier zu zeigen, dass es nicht nur darum geht, ein paar von den Auffanglagern etwas weniger Menschen unwürdig zu gestalten, sondern dass es viel damit zu tun hat, wenn die Ressourcen und die Finanzströme diese Länder verlassen, und zwar in unsere Richtung und den Offshore-Center, dann kann man doch den Menschenströmen nicht oder von den Menschen nicht verlangen, dass sie nicht auch in Strömen diese Länder verlassen. Also unsere Art des Wirtschaftens, unsere Art des Inanspruchnehmens auf Kosten anderer, war der Titel der Broschüre, ist Teil dessen, warum diese Migration und Fluchtströme entstehen. Und wenn wir uns anschauen, was dieser Nexus-Diskurs sagt, im Sinne von mehr Nahrung, mehr Energie, mehr Wasser, was wir zur Verfügung stellen müssten für bis zu 9 Milliarden Menschen, gibt es dann natürlich sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das herstellen wollen und diese unterschiedlichen Möglichkeiten eben auch gleichberechtigt zu diskutieren. In der Wissenschaft ist das dieser Pathways-Ansatz, dass wir nicht mit der, oh ja, zweite grüne Revolution muss es jetzt richten und jetzt haben wir mit der Digitalisierung die tolle Präzisionslandwirtschaft und dann wird das schon, sondern wirklich mal hinterfragen, was da alles schiefgegangen ist und aus der Geschichte lernen und die soziale und Umweltagenda auch dort wirklich besser zu integrieren mit Livelihood-Ansätzen etc. Aber auch da Frieden und Sicherheit, inklusive Migration und unsere eigene Angst davor, wie kann unser Lebensmodell vielleicht fortbestehen oder warum sollte es überhaupt die Legitimität haben, so fortzubestehen. Und deshalb nochmal dieser Appell, diese Beweislast umzudrehen und sagen, das ist nicht utopisch, was wir wollen, sondern utopisch ist so zu tun, als könnten wir so weitermachen. Und wenn ich mir das angucke, was gerade passiert, dann geht es genau in die Richtung. Also was die Börsen gerade machen, ist ja wirklich eine fantastische Reise in den Himmel, die die Kurven alle ein bisschen in Schatten stellt, die wir vorher gesehen haben. Aber was darunter stattfindet, ist eigentlich eine massive Umverteilung, eine erneute Runde davon. Ne? Gerade auch unter dem Deckmantel der Digitalisierung, dass das alles so positiv ist und Teil der Paradoxie einer Divestment-Kampagne ist für mich, dass wir anfangen, aus der Kohle etc. die Gelder rauszunehmen und jetzt im großen Stil in die Aktien von den großen 5 IT-Unternehmen reinzustecken, deren Börsenwerte allein in 10 Monaten in diesem Jahr um 950 Milliarden gewachsen sind. Da entstehen natürlich unglaubliche Oligopol, wenn nicht Monopolstrukturen, weil die sich inzwischen so ein bisschen so diversifiziert haben, dass sie sich nicht mehr zu viel Wettbewerb machen. Und dann gekoppelt mit dem Steuervermeidungsmodell, was natürlich politische Gestaltung an den Rand drängt.
Und deshalb auch was, was gerade als Digitalisierungshype durch die Gegend getragen wird, auch als wirkliche Gefährdung der Demokratie auch durchaus mal zu benennen. Deshalb ist rationale Zukunftsgestaltung im 21. Jahrhundert wirklich die Ziele und Ergebnisse des Systems in Frage zu stellen, nicht mehr auf Wachstum zu gucken und zu sagen, das ist eigentlich nicht die Frage, die uns so richtig interessiert, das ist ja die abhängige Variable. Was wir wollen, sind gute Leben, soziale Kohäsion innerhalb dieser planetaren Grenzen. Und alles andere ist die abhängige Variable, wo wir menschgemachte Strukturen anpassen können. Und dass es darum geht, diesen fundamentalen Sinn und Zweck wirklich so tief in den Institutionen auch zu verankern, dass sie überhaupt darauf einzahlen können. Und dann geht es darum, sehr viele in unserer Institution zu rekonfigurieren. Und das Typische ist ja nur unser Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, was irgendwie Staatsziel ist und natürlich nicht den Purpose von einer nachhaltigen Gesellschaft mit gutem Leben für alle, sondern eine stabile und zwar kontinuierlich wachsende Wirtschaft vorgibt. Und so werden dann die Instrumente gebaut, die Regeln gebaut und die Rechtfertigungsschleifen gebaut. Deshalb, wir müssen an dieser tiefen Ebene ansetzen. Und das ist für mich auch das verbindende Moment zwischen Akteuren und uns und Weltanschauung und Denken und Sinnsuche und Wissen produzieren und den Strukturen. Und das möchte ich jetzt einmal kurz aus der Transformationswissenschaft aufbuddeln, nämlich wie gestalten wir Transformation? Und im Ursprung sind wirklich sinnsuchende Akteure, die in der Art, wie sie die gerade die Welt verstehen, wie sie die Herausforderungen verstehen, gemeinsam produktive Prozesse eingehen. Und das sind Beziehungen in erster Linie zwischen Mensch-Natur, Mensch-Technologie und Mensch-Infrastruktur. Wir haben eine sehr faktische Art, die Welt zu verstehen, angenommen. Und diese Prozesse formen sich dann langsam in sozioökologisch-technische Systeme. Und die haben dann diese verdammten Fahrtabhängigkeiten, mit denen wir alle so viel zu tun haben. Das ist so das strukturelle Momentum, was hinter unserem Rücken und jenseits von dem, was wir kurzfristig als Individuen auch beeinflussen können, eine gewisse Fahrtabhängigkeit mit sich bringen, eine gewisse strukturelle Macht mit sich bringen, die auch nicht so einfach zu verändern ist. Und das sind die politischen Institutionen, natürlich Ressourcen, ökonomische Anreize, soziokulturelle Normen. All diese wirken dann natürlich auf das, was die Ökosysteme uns zur Verfügung stellen können, ein und gleichzeitig betten sie uns sinnsuchende Akteure ein. Und das ist der letzte Punkt, den ich jetzt noch mal ein bisschen genauer ansetzen möchte. Wenn wir nämlich sagen, was ist denn das intentionale Moment in dem, dann können wir diese technischen, sozioökologisch-technischen Systeme in ihren Fahrtabhängigkeiten immer besser verstehen, uns darüber aufmerksam machen, uns darüber aufklären, die in Frage stellen. Aber vor allem sind es doch wir als sinnsuchende Akteure, die A, das in Frage stellen machen müssen und das neu bauen. Das heißt, das intentionale Moment von Transformation liegt bei uns, liegt in den Menschen selbst. Wir machen die Zukunft. Und damit eben mal anzutreten und zu sagen, da geht es um eine Demythifizierung, da geht es um eine Aufklärung, da geht es um ein Fragestellen von dem Diskurs, der so die Totschlagargumente birgt, mit denen wir uns dann immer abarbeiten müssen. Und das ist die Kodierung von, das habe ich gegoogelt, das sind einfach nur die Ikonografie, die sich von dem Anthropozän so schön darin wiederfindet, wenn man diese Begriffe eingibt. Das heißt, die Fantasie von dem, worum es dabei gehen kann, ist völlig eingeschränkt. Es ist alles linear kodiert. Und deshalb ist das Ganze für mich so ein bisschen so eine Reclaiming-Agenda auch. Oder eine Nein-und. Also zu sagen, nein, eure Erklärungen von dem, worum es geht, die reichen uns nicht mehr. Und wir haben viele andere Erklärungen, wie wir gerne gemeinsam Zukunft gestalten wollen. Aber das, was im Moment als Wohlstand gemessen wird, das ist nicht das, wo wir im Grunde genommen d'accord gehen. Und nur weil wir jetzt eine wahnsinnige Derivatwelt aufgebaut haben von 780 bis 1500 Trillionen US-Dollar. Also das ist ja irgendwie so, ich habe wirklich da gesessen und die Nullen gemalt und gedacht, warte mal, habe ich sie jetzt wirklich alle eingefangen oder nicht? Im Vergleich zu dem, was eigentlich die Regierungen der Welt zur Verfügung haben oder das World GDP, also Bruttoinlandsprodukt, selbst mit diesen Indikatoren können wir sehen, dass im Moment die Aktienwerte zum ersten Mal in der Geschichte genauso hoch sind wie das Bruttoinlandsprodukt der Welt. Das heißt, da verschiebt sich wahnsinnig was in den finanziellen Raum. Und wir nennen das weiterhin noch Wachstum. Produktivitätsgewinne. Ne, im Moment wieder, die Produktivität muss steigern. Ja, aber was für eine Produktivität denn? Für wen? Mit welchem Ergebnis? Wie wollen wir das messen? Im Moment wird es nur auf monetärer oder Faktor Input gemessen. Und das führt natürlich logischerweise im besten Fall dazu, dass wir die Umwelt und die Sozialkosten drücken. Was opfern wir fürs Wachstum? Kennt ihr euch alle mindestens genauso gut aus wie ich? Ne, also was muss alles hinten anstehen? Umwelt, Gesundheit, Bildung dafür, dass wir auf der BIP-Messgröße weiter wachsen können. Was ist eigentlich an unökonomischem Wachstum inzwischen dahinter verborgen? Und das Sinn und Zweck
zum Thema machen. Ich glaube, das ist für mich eine der ganz großen Stellschrauben heute, dass ich den Eindruck habe, Wettbewerbsfähigkeit war ursprünglich mal so eine Idee von einem Markt zwischen Unternehmen, die sollen wettbewerbsfähig sein, und wir haben es als die generelle Narrative verallgemeinert. Nicht nur sollen jetzt Staaten wettbewerbsfähig sein, also der World Economic Forum's Competitiveness Index misst, ob Staaten wettbewerbsfähig sind. Warum eigentlich? Wer hat uns denn dazu verdonnert, zu sagen, dass Staaten im Wettbewerb sein müssen? Die könnten doch auch Global Governance aus einer ganz anderen Intentionalität mit einem anderen Purpose generieren. Und vor allem Wettbewerbsfähigkeit auf dem Individuellen. Wir alle müssen jetzt wettbewerbsfähig sein, müssen uns fit machen für die Digitalisierung, damit wir nicht abgehängt werden. Bist du dabei, zu zeigen, dass dein Mehrwert super ist, dich in der Gig-Economy zu beweisen? Wahnsinniger Stress, der das auslöst. Das heißt, Transformabilität als Zukunftsfähigkeit ist für mich die Zusammenschau von dem, was Theresa mit den Akteuren und den Strukturen, beides Root Causes, also beides Wurzeln. Einmal die Art, wie wir nämlich denken, wie wir unbekannte Anfänge kreieren können, wenn wir wissen, dass das aktuelle System untragbar geworden ist. Und aus dieser Diagnose heraus, es ist untragbar geworden, zu sagen, damit braucht es Experimentation, braucht es Alternativen, braucht es neue Messgrößen. Können wir nicht mit den alten Messgrößen beweisen, dass das, was wir vorhaben, funktionieren kann? Und es braucht Fähigkeiten, diese unbekannten Anfänge A zu denken und B dann eben gemeinsam umzusetzen. Und das sind die drei Implikationen, die ich jetzt zum Abschluss kurz nennen möchte. Einmal hat das für mich, jetzt komme ich natürlich aus dem WBGU, aus der Wissenschaft, natürlich Konsequenzen zu dem, was wir sagen, was ist eine gute Wissenschaft? Wie können wir auch da aufpassen, dass wir aus diesen Pfadabhängigkeiten ausbrechen? Dass wir auch da sagen, es muss um einen Möglichkeitsraum erweitern gehen, auch durch die Wissenschaften, was Exploratives, was Experimentelles reinzubringen. Technologien als Diener, für wen und zu welchem Zweck? Wie können wir diese Digitalisierung dafür nutzen, viele der Dinge, die vielleicht vorher Zielkonflikte gewesen sind zwischen sozialen und ökologischen Zielen, vielleicht aufzulösen und nicht einfach eine weitere Extraktion von Daten und monetärem Wohlstand zu etablieren? Und zum Schluss, was bedeutet das für Kultur und vor allem auch politische Kultur? Also ich habe nach Jamaika gar nicht so das Gefühl gehabt, puh, die Inhalte waren irgendwie alle desaströs, sondern das Schlimmste, was für mich war, war dieses gegenseitig sich die Schuld zu schieben, gegenseitig zu sagen, die waren schlimm, der war das Allerletzte, überhaupt kein Staatsgefühl und denen kann man sowieso nicht trauen. Wie wollen wir denn damit eine Transformation, können wir weniger disruptiv oder disruptiver gestalten? Und für mich hängt eine ganz zentrale Stellschraube in dem, wie viel Vertrauen wir schaffen können, dass es auch einen gemeinsamen Weg nach vorne gehen kann. Und wenn das, was wir auch als Trumpismus oder auch als Fake News oder auch als russische Strategie von wahnsinnigem Misstrauen sehen, durch ein bewusstes Manipulieren von Fakten, dann ist das die Erosion von dem, mit dem wir demokratisch nach vorne gehen können. Deshalb, es geht nicht darum zu tun, als wären wir einer Meinung, aber es geht darum zu tun oder die Räume zu schaffen, in denen unterschiedliche Meinungen jenseits von persönlichen Attacken und vor allem einem kontinuierlichen Bemühen darum, die anderen zu delegitimieren in dem, was sie versucht haben. Das ist für mich die ganz, ganz große Suche von Transformabilität. Was braucht es dafür an Haltung, Werte auf der individuellen Ebene? Welche Räume und Prozesse müssen wir dafür schaffen? Und welche Kompetenzen und Fähigkeiten wollen wir uns durch Trainings, Weiterbildung oder solche Veranstaltungen wie heute generieren. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr viele, viele von denen nach vorne bringt, weitertragt. Und nochmal eins, das kann man auch runterladen, wer Lust hat, diese Sachen ein bisschen genauer anzuschauen. Das habe ich im letzten Jahr in dem Bemühen zusammengeschrieben, die Transformationsdiskurse mit den Ökonomiediskursen zusammenzubringen und Wissenschaft und Aktivismus zu verbinden. Weil ich glaube, die Wissenschaft hat da eine ganz große Bringschuld. Wirklich zu versuchen, dass wir werden dafür bezahlt, die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie die Dinge funktionieren. Dann sollten wir sie auch so aufbereiten, dass sie den Menschen, die die ganze Zeit versuchen, das, was wir beforschen, in die Realität umzusetzen, auch so zur Verfügung zu stellen, dass sie damit was anfangen können. Vielen Dank. Applaus